So, wir sind jetzt hier bei Sega und ich werde hier bei der Übersetzung des Spiels etwas anders machen, nämlich die Soundspur im Hintergrund fast ganz aus, denn da hat es in der Vergangenheit ein bisschen Ärger gegeben mit euch. Also, wir sind hier bei Sega und jetzt haben wir die Chance, mit den Machern ein Interview zu führen. Das ist die Leute, die also bei der Entwicklung beteiligt waren, nämlich... Christopher Knott, I'm the lead animator. And? Mark Smart, I'm the art director. Ja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr heute hier seid und dass wir mit euch ein Interview führen können. Das Spiel hier kam jetzt nicht aus dem Nichts. Es gab natürlich einen Vorgängertitel, das war Theme Hospital. War das eine große Quelle der Inspiration für euch? Ja, absolut. Wir haben immerhin zwei der offiziellen ursprünglichen Entwickler dieses Spiels bei uns jetzt hier bei Two Point Studios. Aber wir wollten auch natürlich herausstellen, dass das ein sehr frisches, eigenes Krankenhausspiel ist. Ja, wir haben schon festgestellt, wenn man wirklich ein ernsthaftes Spiel erwartet hat, dann habt ihr das falsche Spiel ausgesucht. Aber wie auch immer, es macht natürlich sehr, sehr viel Spaß, das Spiel zu spielen. Und wir sehen diese süßen Animationen. Woher kommen die eigentlich? Warst du da komplett frei in der Gestaltung oder wo kommen die her? Ja, so ist es. Alles, was man im Spiel sieht, habe entweder ich oder John gebastelt. Das war Teil des Spaßes. Wir wollten, wenn du dir das Spiel anguckst, dass du manchmal einfach aufhörst zu spielen und einfach nur guckst, was machen die Leute da, denn die machen wirklich lustige Dinge. Und es war Teil des Spaßes. Ja, natürlich. Hattet ihr aber nicht Angst, dass die Leute denken, es ist einfach zu lustig und zu blöd? Na, wenn du das Spiel wirklich eine längere Zeit spielst, da ist wirklich eine sehr viel Tiefe drin, ne? Und es gibt sehr, sehr viel Micromanagement, sehr viel Tiefe in dem Spiel, wenn man will. Wenn man will, dann kann man das machen. Aber man kann natürlich auch einfach spielen und nur einen Sterne-Wertung zum Beispiel anstreben. Naja, es ist mehr so ein bisschen wie eine Management-Simulation. Also in der obersten Ebene ist es sehr, sehr weich und federt dich ab. Man fängt an und es ist dann noch relativ entspannt. Und später kann man wirklich gucken, ne, von der Business-Management-Zeit. Also es ist ein Spiel, das man als Casual-Player spielen kann, aber man kann auch sehr, sehr in die Tiefe gehen mit den ganzen Spielmechaniken. Ja, absolut. Das ist zumindest, was wir machen wollten. Wir wollten ein sehr breites Spektrum anbieten und Spieler nicht damit verschrecken, wie schwierig das Spiel am Anfang sein kann. Ich meine, es wird natürlich schwieriger im Verlauf, ja? Also wie schwierig es wird. Aber man kann spielen, so wie du es spielen willst. Also man kann das ganz entspannt spielen, ja? Oder später kann man wirklich ganz tief reinschauen und gucken, was wirklich die Mechaniken sind. Wir haben versucht, das so ein bisschen zu balancen, dass es so ein bisschen auch einen Fortschritt in die Richtung hat. Was denkt ihr denn, was die Langzeitmotivation ist von dem Spiel? Also am Anfang ist alles ganz süß und lustig, aber was ist denn auf lange Sicht interessant? Also das sind auf jeden Fall die Mechaniken des Spiels. Also am Anfang ist es natürlich sehr entspannt, wenn man sein kleines Krankenhaus baut, aber es wird auf jeden Fall am Ende wirklich schwierig. Hattet ihr euch Gedanken darüber gemacht, dass es nicht nur unterhaltsam sein soll, sondern gibt es auch Dinge in der echten Welt, die euch beeinflusst haben? Oder wolltet ihr sagen, geht ins Krankenhaus, es ist alles nicht so schlimm? Nehmt das nicht so ernst? Naja, also Krankenhäuser sind ja in der Regel wirklich was wirklich Ernsthaftes und Leute haben Angst und da geht man nicht gerne hin, sondern da muss man hin, wenn man krank ist. Und Two Point Hospital sollte lustig sein und da gibt es halt keine echten Krankheiten. Also das ist nicht das, wo wir hinwollen mit dem Spiel. Wir haben uns wirklich dafür entschieden, wirklich auch bewusst von etwas wegzugehen, was reell ist. Es soll surreal sein und das ist, was wir machen wollten. Ein Spiel, das eher so... Also das Management ist auf jeden Fall real, aber das andere nicht.
Aber ihr habt ein Krankenhaus-Setting gewählt. Ihr hättet ja auch was anderes nehmen können, das irgendwie überhaupt keinen ernsten Hintergrund hat, aber aus irgendeinem Grund ist es ja ein Krankenhaus. Warum? Naja, wir dachten, es ist jetzt wirklich an der Zeit, nochmal diese Hospital-Serie nochmal neu aufleben zu lassen. Wir fanden, das ist der richtige Zeitpunkt und es könnte ein guter Einstiegspunkt auf unser Studio sein. Also, gibt es Expansions denn, die geplant sind oder andere Spiels, die in Spiele den gleichen Stil dann sein sollen? Ja, also wir haben da natürlich drüber gesprochen, aber ich kann im Moment noch nichts dazu sagen. Wie war denn bis jetzt das Feedback so? Oh, ja, es war sehr positiv. Ja, wir sind natürlich neugierig, wie sich das weiterentwickelt. Wir haben es natürlich auch schon einiges gespielt bei uns im Kanal gespielt und einige Stunden im YouTube-Kanal und wir noch mögen wir es und unsere Zuschauer auch sehr. Es gibt eine spezielle Mechanik, die immer moderner wird, aber die einigen Leuten auch immer mehr Angst macht. Man kann mehrere Krankenhäuser parallel laufen lassen. Was war denn eure Idee dahinter? Also die Idee ist, wenn man im Spiel weiter voranschreitet, dann schaltet man mehr Sachen frei. Man bekommt neue Forschung, neue Maschinen. Aber wir wollen auch, dass du zurückgehen kannst in alte Krankenhäuser und auch da deine neue Technik reinbauen kannst, um da vielleicht auch mehr Sterne zu bekommen. So, also dass, wenn man das erste Krankenhaus fertig hat, dass man das nicht zerstört und dann nie wieder hinkommt. Ja, aber dann könnte man doch einfach ein riesiges Krankenhaus machen, ohne Größenbegrenzung. Und heutzutage brauchen wir die doch eigentlich gar nicht mehr. Warum habt ihr das? Ja, die Mechanik hierhinter ist, dass man halt in verschiedene Gegenden geht und da unterschiedliche Herausforderungen hat. Also man kann zum Beispiel in eine ziemlich warme Gegend gehen und die haben unterschiedliche Herausforderungen. Zum Beispiel hat man dann in kalten Gebieten, muss man halt Heizung bauen, jetzt mal als Beispiel. Und so hat jedes Gebiet auch eigene Notfälle und Herausforderungen, denen man sich stellen muss. Und deswegen gibt es halt also unterschiedliche Krankheiten. Also jedes eigenes Gebiet ist dann wieder neu und frisch und man fühlt sich, als dass man auch immer weiter voranschreitet. Wir haben jetzt gerade erst vor kurzem die ersten Stunden des Spiels gesehen, aber das bedeutet natürlich auch, dass ihr schon eine ganze Zeit dran arbeitet. Wie lange arbeitet ihr jetzt schon an dem Spiel? Also, in der Produktion sind wir ungefähr seit 20 Monaten und seit wir uns also hier zusammengetan haben mit Two Point Studios in 2016 im Juli, also sind wir gerade 2 Jahre alt geworden und wir haben hauptsächlich an diesem Spiel gearbeitet. Ja, und jetzt läuft uns auch schon wieder die Zeit davon, deswegen müssen wir uns hier kurz fassen. Wie auch immer, interessante Hintergrundinformationen von dem Spiel von Two Point Hospital, wo wir natürlich auch sehr weiter in Garderol Deluxe darüber berichten werden. Und vielen Dank für eure Zeit. Und die Frage wie immer. We have recorded the interview. May we publish that? Oh, certainly. Yep. Yes, that's okay. Okay, thank you.